Was geht ab, Leute? Was geht ab? Wir sind endlich wieder hiermit am Start. Ja, ich dachte mir heute nur so, ich habe jetzt sehr viel rausgehauen, Let's Play technisch, anders technisch, und deswegen möchte ich dieses neue Video heute meinem neuen zweiten Zuhause, I call it home, meinem getrauten neuen Heim widmen, nämlich Movie Star Planet Wiki Fandom. Leute, es ist einfach nur ein Segen und ich liebe diese Webpage. Deswegen, falls es User gibt, vielleicht den Support selbst oder die, die für zuständig sind, hi, Grüße und Liebe gehen raus, wunderbare Page, sehr tolles Fanmade, ich liebe es. Ja, ich habe jetzt schon in den letzten Let's Plays hier auf meinem Kanal vorgeschwärmt. Wiki Fandom, unsere MSP Family. Wiki Fandom, Crazy Bee, wie noch nie. Wiki Fandom, alles Mögliche. Und jetzt, Leute, haben wir den Meilenstein erreicht. Und ich kann selbst nicht fassen, dass ich das echt durchgezogen habe. Cheryl Cover auf DE hat DE, Betonung liegt auf DE, hat endlich ihren eigenes Profil erstellt. Und Leute, finally ist Cheryl Cover hier verewigt worden. Es ist einfach so, wie wenn ihr jetzt irgendwo euren Footprint auf den Walk of Fame setzt. Und deswegen, falls ihr es noch nicht getan habt, das ist nämlich eine echt tolle Idee, Leute, dann schreibt euch hier ein. Es ist einfach so eine tolle Seite. Ich gehöre endlich zur Family. Ich bin einfach ein Teil von sowas Großem. Und ja, Leute, es ist einfach nur so ein cooles Gefühl, gerade weil, ja, ich saß jetzt über 8 Stunden an der Sache. Bitte fragt mich nicht, wie das war. Ja, und falls es heute so ein paar Leute gibt hier, vielleicht auch vom Team, vom Wiki-Fandom MSP selbst. Ja, also, Liebe geht raus schon mal. Ich weiß, dass ich heute so das ein oder andere Mal ein bisschen aufdringlicher gewesen bin. Weil ich hatte am Anfang, das habe ich euch ja jetzt gerade schon gesagt, null Peilung von, wie ich das hier machen soll, weil ich wusste einfach nicht die richtigen Dateiformate, wo ich was eintragen muss und so. Deswegen habe ich da so ein paar Leute angeschrieben. Das heißt also, ja, liebes Team Hendrik und Co., falls ihr also heute eine Nachricht bekommen habt, erstmal Liebe geht raus, nach wie vor liebe Grüße, ich liebe eure Page, bin ein großer Fan und möchte mich natürlich auch bei euch und bei allen bedanken, die mir heute so schnell geantwortet haben. Falls ihr rein zufällig eine Nachricht bekommen habt und ihr seht das Video gerade, hi, sorry, falls ich euch in einem ungünstigen Moment oder so gestört habe, aber ja, Cheryl Cover hat es jetzt endlich hinbekommen, dank der Hilfe vieler toller Menschen hier. Danke dafür! Und ja, jetzt, wo ich meine Schuldbekundung los bin, sind wir mal nicht mehr cringe, sondern machen einfach weiter mit dem eigentlichen Thema. Denn Cheryl Cover, wie gesagt, hat es finally gepackt, die Player Card zu vervollständigen. Und Leute, ihr wisst gar nicht, wie schwer das war. Ich glaube, ich musste keine Ahnung, wie viele Dateiformate konvertieren und umwandeln, um das hier auf die Reihe zu bekommen. Aber endlich, endlich haben wir hier unseren derzeitigen Look. Das werde ich jetzt auch auf Dauer nicht ändern, weil ich will jetzt hier nicht das ganze Wiki voll boosten, dass sie sich dann nur so denken, was ist das hier? Aber ja, ich bin sehr, sehr stolz drauf, denn wir haben es geschafft. Wir haben hier ein Icon, wir haben hier alle wichtigen Infos und ich liebe Steckbriefe, Leute. Jeder, der mich jetzt kennt, weiß, dass ich Steckbriefe liebe. Das heißt also, wenn ihr auch Steckbriefe mögt und ihr wart schon immer der Freundebuch-Typ in der Grundschule, dann ist das hier genau die richtige Page für euch. Ja, denn ich habe mich heute so ein bisschen hier versucht, habe jetzt hier ein paar neue Kategorien von allgemein Aussehen, Geschichte bis hin zu Trivia gemacht und wir wollen das heute jetzt anhand von meinem Beispiel ein bisschen durchgehen. Und by the way, damit ich es nicht vergesse, Emotionalchaos ist auch hier unten bei BFF Nummer 1. Ist einfach so wundervoll. Stereotype, Leute! Hashtag Style und Fleek. Dann findet ihr jetzt auch eine aktualisierte Version von ihrer Page, denn das haben wir jetzt alles neu aufgearbeitet. Und ja, jeder von uns war fleißig gewesen in den letzten Tagen, denn Wiki-Fandom boomt! Und ich habe es tatsächlich jetzt auch nicht anders gemacht. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen jetzt einfach Punkt für Punkt durch. Ich habe so gut wie möglich versucht, das aus Sicht von jemandem zu schreiben, der nicht ich ist. Das hört sich gerade so blöd an. Aber ja, Leute, wir haben es wirklich versucht. Und ich würde einfach mal sagen, wir gehen heute an meinem Beispiel mal durch, wie ich mich da geschlagen habe und was ich hier so alles aufgetischt habe.
Verbesserungsvorschläge gern gesehen. Falls ihr selbst noch einen Editor sucht oder jemanden, der das für euch editiert oder macht und ihr selbst jetzt vielleicht keine Ahnung habt oder euch nicht reinarbeiten wollt aus zeitlichen Gründen oder vielleicht selbst einen Beitrag möchtet hier, dann könnt ihr mich gerne anschreiben in den Kommentaren auf MSP selbst und überall, wo ich noch verfügbar bin, denn Cheryl Cover wird das dann gerne für euch übernehmen. Ich habe mir heute auf freundschaftlicher Basis einen tollen Account gemacht, AngelStar23. Also erster Punkt allgemein, wo ich mir nur so dachte, okay, Standard, ne? Cheryl Cover ist ein Movies aus dem deutschen Movistar Planet. Ach nee, aber es ist einfach so die Standardbeschreibung, wo ich mir nur so dachte, okay, das muss jetzt einfach sein, das hat jetzt jeder so aufgesetzt und ich bin da einfach keine Ausnahme. Sie spielt seit knapp 12 Jahren plus minus Movistar Planet und ist derzeit Level 30. Das in Klammern muss ich jetzt nicht erwähnen. Aber ist cool zu sehen, Schlagzeilen, klingt ganz nice. Wer weiß, wer weiß. Jedenfalls manchmal weiter. Außerdem ist sie auf keinem anderen ausländischen Server und versucht stets aktiv zu sein. Stand 13.03.23. Ja, Leute. Ihr werdet jetzt auch gleich bei Trivia sehen, dass es so seine Gründe hat, wieso ich jetzt nur noch auf dem deutschen Server bin. Aber machen wir mal weiter. Aussehen. Cheryl Cover hat einen sehr speziellen Style, den man schon als sehr eigennützig bezeichnen könnte. Die meisten kennen Cheryl Cover als Brünette mit goldenen Strähnen und dunkelbraunen Augen. Ansonsten kann man ihren Style eher als trendy und schick bezeichnen, weil sie ausgefallene Accessoires mag. Da sie sehr mädchenhaft ist, zieht sie auch sehr gern Pink und Lila an, da Lila ihre absolute Lieblingsfarbe ist. Geschichte. Wie bereits gesagt, ist Cheryl Cover derzeit Level 30 und spielt Movistar Planet bereits seit mehreren Jahren. Cheryl hat schon als Kind mit Movistar Planet angefangen und hat das Spiel schon immer gemocht. Sie ist nicht sehr viel gelevelt, obwohl sie schon seit 2016 auf der Plattform registriert ist, da sie davor andere Accounts hatte und eben bis 2020 eine lange Spielpause gemacht hatte aufgrund der Schule. Momentan ist Cheryl älter als der Durchschnitt, ihr Geburtstagsdatum fällt auf den 28041998 zu ihren Artbooks zufolge, sodass sie schon über 20 ist. Sie begründet ihr Interesse für Movistar Planet damit, dass sie nach wie vor Spaß am Spiel hat und eben gerne Let's Plays dreht. Ja, Cheryl Cover dreht Let's Plays, da sie einen YouTube-Kanal hat, nämlich tatsoemeskoseme. https://www.youtube.com/@kosimelifestyle/videos. Auf ihrem YouTube-Kanal gibt es nicht nur Let's Plays, sondern auch Real-Life-Videos, wo man eine sehr große Ähnlichkeit zwischen Cheryl Cover und der Account-Besitzerin Angelina sehen kann. Zudem ist YouTube die einzige Social-Media-Plattform, die Cheryl Cover aka Angelina nutzt. Angelina ist Studentin und wird voraussichtlich bald ihren Bachelor-Abschluss machen. Cheryl Cover führt gemeinsam mit ihrer besten Freundin Yasemine aka Emotional ein Format namens E&CTV als Movistar Planet Let's Play-Reihe auf ihren Kanal. Cheryl Cover ist wahnsinnig kreativ und liebt es, ihre Ideen mit der Welt zu teilen. Sie hat natürlich auch Nachteile, mitunter auch die Tatsache, dass sie sehr tollpatschig und etwas unbeholfen ist. Jedoch ist sie sehr hilfsbereit und bringt ihre Mitmenschen nicht nur in Game zum Lachen. Cheryl Cover ist zudem auf Movistar Planet 2, wo sie momentan schon Level 63 ist. Trivia. Cheryl Cover hatte schon sehr viele Movistars auf ihren Weg begleitet und hatte auch viele Accounts auf anderen Servern, bis sie alle von sich aus eingestellt hatte, da sie lieber auf dem deutschen Server ist. Cheryl Cover nennt sich selbst gerne Cherry oder Angie, was auch als Spitzname unter Freundinnen genutzt wird. Ja, schon mal danke fürs Vorlesen, Pixie Star. Wait, 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 was sehe ich da? Meine Vermögenswerte sind unbekannt. Also nee, Leute, das können wir hier nicht so stehen lassen. Ich werde das jetzt einfach mal ganz schnell ändern. Genau, genau, Leute, das ist einfach Hashtag so true. Ach Leute, wenn ihr nur wüsstet, wie viel Pathos ich in dieses Video gesteckt habt, seht es selbst. Aussehen. Cheryl Cover hat einen sehr speziellen Style, so habe ich das so geschrieben, ich kann einfach nicht anders, den man schon als sehr eigennützig bezeichnen könnte. Ja, allerdings, die meisten kennen Cheryl Cover als Brünette,
Die meisten kennen Cheryl Carver als Brünette mit goldenen Strähnen und dunkelbraunen Augen. Ja, Leute, dieses Bild wird mir gerecht. Ansonsten kann man ihren Style eher als trendy und schick bezeichnen. Frag mich nicht, was ich mir bei gedacht habe. Schick einfach nur, weil ich immer irgendwelche Abendgarderobe oder Cocktailsachen trage. Und trendy einfach, weil ich immer versuche, irgendwie bei jedem Thema mitzumachen. Dann hätten wir das auch mal geklärt, weil sie ausgefallene Accessoires mag. Ja, das stimmt, Leute, das stimmt. Die, die sehr mädchenhaft ist, also sehr mädchenhaft ist, zieht sie auch gern pink und lila an. Dann lila ihre absolute Lieblingsfarbe ist. Ja, Leute, The Purple Army, ihr wisst es, ihr kennt es. Dieser Kanal hier ist eigentlich mein totales Tagebuch. Ja, was soll ich sagen, Leute? Also ich dachte mir nur so, ja, südländisches Aussehen. Auf MSP gibt's ja viele, die wechseln immer ab. Die haben immer eine neue Haarfarbe, neuen Style. Aber nein, Cheryl Carver bleibt der Brown-haired League treu. Und ja, tatsächlich dachte ich mir nur so aussehen. Naja, gibt's jetzt viele Movie-Stars, die irgendwie wie Cheryl Carver aussehen? Nein. Alle wechseln, alle sind offen für Veränderung. Ich nicht, bleibe zu konservativ, Leute. Deswegen Aussehen, Must-Have-Kategorie, die auf jeden Fall nicht hier bleibt. Ja, ansonsten hatte ich mir nur so Geschichte und da könnte ich jetzt noch stundenlang drüber reden. Wir fangen jetzt einfach mal an, Leute. Bereits gesagt, Cheryl Carver derzeit Level 30. Ja, und spielt Movie Star Planet bereits seit mehreren Jahren. Cheryl hat schon als Kind mit Movie Star Planet angefangen, hat das Spiel schon immer gemacht. Ja, Leute, das stimmt. Schon in der 5. Klasse ging es bei mir so richtig los und ach ja, die guten alten Zeiten. Sie ist nicht sehr viel gelevelt, obwohl sie schon seit 2016 auf der Plattform registriert ist, da sie davor andere Accounts hatte und eben bis 2020 eine lange Spielpause gemacht hat aufgrund der Schule. Ja, Leute, schweren Herzens stimmt das. Also ich dachte mir nur so, ja gut, es gibt wahrscheinlich viele, die würden jetzt hier nicht alles zusammenfassen, weil sie sich nur so denken, ich höre doch jetzt nicht zu, was die ganze Zeit sagt, aber ja, ich dachte mir dann einfach, dass ich das vorwegnehme. Ich habe jetzt damals tatsächlich von 2016 oder 17 war es, also so um den Dreh, bis 2020, 2021 mit MSP aufgehört, weil ich damals noch mein Abi gemacht hatte, da war ich auch noch davor in der 10. Klasse und so. Und ja, ihr wisst ja, Schule steht an oberster Stelle. Wenn man eine Artbooks kennt, E-Mail geht raus, weiß ganz klar und ganz genau, wie es so momentan bei mir ist. Momentan ist Cheryl älter als der Durchschnitt. Ihr Geburtsdatum fällt auf dem 28.04.98. Ja, das konnte ich leider nicht verschweigen, das habe ich ja schon mein Artbooks erwähnt. So ihren Artbooks zufolge, sodass sie schon über 20 ist. Ja, das stimmt, Leute. Genaues Alter geschrieben, weil die meisten können sich ja schon denken, wie alt ich bin. Und ja, ich bin für MSP schon ein bisschen zu alt, aber hey, jetzt kommt einfach der Oberbörner, Leute. Sie begründet ihr Interesse für Movie Star Planet damit, dass sie nach wie vor Spaß am Spiel hat und eben gerne Let's Play dreht. Ja, genau, Leute. Deswegen, ja, man ist nie zu alt fürs Game. Ihr kennt das altersbekannte Sprichwort. Man ist so alt, wie man sich fühlt. Und ich fühle mich wie 15, deswegen mache ich jetzt einfach mal weiter. Ja, Cheryl Carver dreht nämlich Let's Play, da sie einen YouTube-Kanal hat, nämlich That's So Me, As Cozy Me. Ja, Leute, und genau. Was soll ich dazu noch sagen? Also, das musste einfach sein und damit alle Bescheid wissen, ja, da mache ich jetzt einfach mal weiter. Auf ihrem YouTube-Kanal gibt es nicht nur Let's Plays, nein, sondern auch Real-Life-Videos, yay, wo man eine sehr große Ähnlichkeit zwischen Cheryl Carver und der Account-Besitzerin Angelina Mee sehen kann. Ja, Leute, das stimmt. Also, ich finde, ich und Cheryl sind eine Seele. Ich muss das einfach erwähnen. Weil die meisten hatten mich damals mal so gefragt, wieso hast du eigentlich immer braune Haare? Ja, okay, wenn ihr meine Videos seht, dann wisst ihr auch warum. Also, zudem ist YouTube die einzige Social-Media-Plattform, Cheryl Carver aka Angelina nutzt. Das stimmt, Leute. Ich erwähne sehr oft Insta und so, aber das bezieht sich tatsächlich noch auf meine Zeit, wo ich noch vor ein paar Monaten diese ganzen Social-Media-Channels noch hatte. Jetzt habe ich tatsächlich gar keine mehr, bis auf YouTube, weil YouTube einfach so ein bisschen mein Baby ist und weil ich mich einfach von den anderen sehr stark abgewandt habe. Ihr wisst schon, Handykonsum, diese ganzen unnötigen Sachen, beispielsweise TikTok, Snapchat und so, ich bin gar nicht da unterwegs. Das ist auch der Grund, weshalb ich auch viele Dinge so intern dort nicht verstehe. Aber damit kann ich ehrlich gesagt ganz gut leben, weil YouTube ist einfach eine Leidenschaft und ein cooles Hobby und deswegen bleibt's auch nur YouTube, Leute. Angelina ist Studentin und wird voraussichtlich bald ihren Bachelorabschluss machen. Ja, das stimmt, Leute. Da sind wir jetzt gerade momentan mit dabei und ich werde auch passend dazu ein tolles Real-Life-Video machen, wo ich auch noch sehr detailliert auf vieles eingehen werde. Aber bis dahin mache ich jetzt einfach mal weiter. Cheryl Carver führt gemeinsam mit ihrer besten Freundin Jasmin, aka Emotional, ein Format namens E&CTV, als Movie Star Planet Let's Play-Reihe auf ihrem Kanal. Das stimmt. Emotional Chaos Cheryl Carver, das ist einfach nur ein tolles Format. Und wir haben jetzt neulich auch schon zwei Videos zugemacht, Leute. Zwei tolle Videos. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Da hatten wir bisher, glaube ich, 4 oder 5 Folgen insgesamt. Aber es ist jetzt schon echt viel geworden. Also wir kommen wahrscheinlich jetzt schon auf die 6 Folgen, weil wir jetzt in den Jubiläumsvideo und jetzt davor ja auch noch bei unserem MSP2-Special sehr viel rausgehauen haben. Cheryl Carver ist wahnsinnig kreativ und liebt es, ihre Ideen mit der Welt zu teilen. Ja, das muss ich selbstredend mal sagen. Denn es stimmt, ich bin einfach in meiner kleinen Fantasy-Bubble und weil ich mir nur so dachte, ja, viele haben mich jetzt schon wahnsinnig kreativ genannt, habe ich das einfach jetzt mal hingeschrieben, um einfach so den Wortlaut von vielen tollen Menschen zu zitieren. Sie hat natürlich auch Nachteile mitunter auch die Tatsache, dass sie sehr tollpatschig und etwas unbeholfen ist. Ja, Leute, das stimmt. Also, wir kennen es ja vorhin, ja, nochmals danke dafür, Support. Jedoch ist sie sehr hilfsbereit und bringt ihre Mitmenschen nicht nur in Game zu lachen. Das stimmt, Leute. Also wenn mich jetzt wirklich einer anschreibt und das auch auf gechillter und freundschaftlicher Basis macht, hey, ich brauche Hilfe beim Booster, hey, mir geht's jetzt psychisch nicht so gut, dann bin ich wirklich für jeden da. Das heißt also, wenn man da aufrichtig ist zu mir, komme ich den Leuten auch sehr, sehr gerne entgegen. Und ja, deswegen wollte ich es nur gesagt haben, also falls ihr mal Lust habt und ihr braucht jemanden zum Sprechen oder keine Ahnung, ihr bräuchtet jetzt mal Hilfe oder wollt euch von mir einen Wiki-Beitrag erstellen lassen, weil ich momentan gerade daran arbeite, an Expansion unsere Familie zu vergrößern, dann könnt ihr euch ja gerne melden, denn Cheryl liebt es einfach, über ihre Familie zu schreiben. Und zu guter Letzt natürlich, Cheryl Carver ist zudem auf Movie Star Planet 2, wo sie momentan schon Level 63 ist. Ja, ich arbeite momentan sehr krass dran, das heißt also, dass ich die Seite hier auch nach wie vor aktualisieren werde für euch und deswegen verlinke ich euch auch mal WikiFandom und meine Page unten in der Beschreibung. Ja, ihr habt, wie gesagt, Ansprechpartner und gerne auch Auftraggeber, macht es gerne für euch, also meldet euch auf jeden Fall, schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Ganzen in die Kommentare, eure Eindrücke, was ihr von haltet, ob ihr selbst da auch ein Profil möchtet. Das würde mich brennend interessieren, weil ich wollte ja schon immer, das ist ja so ein kleiner Lebenstraum, den ich seit Jahren habe, weil ich meine eigene Webpage schon seit langem aufgegeben habe, auch mal parallel zu diesem Game so eine tolle Plattform mit Steckbriefen, mit Farbe, mit Info und alledem. Und WikiFandom ist einfach so diese Plattform, wo ich das alles wiederfinden konnte.